Hallo meine Liebe, ich freue mich, dich auf diese Weise wiederzusehen, auch wenn die Straße einseitig ist, das heißt, du kannst mich sehen, aber ich dich nicht. Trotzdem bin ich definitiv in Gedanken bei dir und ich wünsche dir eine frohe Weihnachtszeit und wenn du sie bereits schon hinter dich gebracht hast, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe diese CD erstellt, damit du eben auch in meiner Abwesenheit ein bisschen weiter an deiner Yoga-Praxis arbeiten kannst. Und ich habe sie so zusammengestellt, dass die ersten 15 bzw. bis je nachdem, wie du für dich das einübst, auch 30 Minuten Sequenz eher eine aktivierende ist. Die ist eher für morgens gedacht. Du kannst ja auch gerne mittags, wenn du das Gefühl hast, dass du noch ein bisschen Power brauchst, für dich durchführen. Sie beginnt mit einer Atemtechnik Vastrika-Atmung, die du ja auch schon aus der Stunde kennst, gefolgt von ein paar eher stehenden Asanas, weil wir ja hier eher in die Aktivierung gehen möchten, und endet dann auch relativ mit zwei, drei kleinen Bogensequenzen ohne Shavasana, weil, wie gesagt, das soll ja eher eine aktivierende sein, die dich auf den Tag vorbereitet. Im Anschluss dann findest du eine Abfolge von Asanas, die eher für die Entspannung dienen, gerade für nach einem langen Tag, wenn du für dich in die Ruhe kommen möchtest, wieder dich bei dir selber ankommen möchtest, zentrieren möchtest, einfach runterfahren, dann hast du eben auch da die Möglichkeit, nochmal für dich 20 Minuten bis 30 Minuten diese Sequenz zu folgen. Auch diese beginnt mit einer Atemtechnik, mit einer, die dir sehr vertraut ist, Nadi Shodhana, wobei die Hirnhälfte ausbalanciert werden und wir werden sie so durchführen, dass sie eher in die Entspannung führt. Nach der Shodhana kann man so führen, dass sie eher aktivierend ist, wenn man eher die rechte Körperseite bedient oder eben entspannend über die linke Körperseite bzw. über das linke Nasenloch. Ja, ich hoffe, dass du diese CD auch wirklich nutzt für dich, wenigstens ein paar Mal in der Woche in der Praxis dran zu bleiben. Ich wünsche dir von hier aus alles, alles Gute und Liebe. Bis du sie siehst, werde ich wahrscheinlich schon in Indien sein. Und freue mich dann auch ganz doll wieder bei dir zu sein, in die Stunde zu kommen und dich dort auch wieder zu treffen. Wir wollen uns im Januar gerne zum Kaffee und Kuchen treffen, zum zwanglosen Beieinander sein. Und ich werde dazu auch noch ein Mail rausschicken, falls es nicht schon geschehen ist, bis du die CD siehst. Und bis dahin alles Gute, Namaste und viel Spaß mit deiner Praxis. Wir beginnen mit einer Atemübung, wir beginnen auch jetzt mit der aktivierenden Praxis, aus einer Praxis. Nimm dazu eine bequeme Sitzhaltung ein, ganz nach deiner Wahl. Achte aber darauf, dass dein Rücken aufrecht ist. Du kannst gerne im Schneidersitz sitzen oder auch für dich den Diamantensitz wählen. Dann komme langsam in deinen Raum an, schließe die Augen und beginne mehr und mehr, dich auf deine Sitzfläche einzulassen. Auch wirklich den Raum zu fühlen, den du einnimmst. Und eröffne für dich in deinem Inneren, vor deinen geistigen Augen, den Raum, den du einnehmen möchtest, zu dem nur du Zugang hast und den du auch jederzeit wieder betreten kannst. Vielleicht siehst du diesen Raum schon vor dir, vor deinem geistigen Auge. Und du entscheidest, ob dieser rund ist oder Ecken hat, groß oder klein, hell oder dunkel oder welche Farbe auch immer dir da begegnen mag. Deine Aufmerksamkeit mehr und mehr zu deiner Atmung zu lenken. Diese einfach nur zu beobachten, wie sie kommt und geht. Nun atme tief aus
tief ein. Und wir beginnen mit der Bastrika-Atmung, Blasebalg-Atmung. Dazu atmen wir so aus, dass der Bauch sich ganz nach innen zieht und dann beim Einatmen ganz nach außen. Es geht dann so. Wenn es dir hier ein bisschen schwindelig wird, ist es in Ordnung. Lass es einfach zu. Lass die Augen gerne geschlossen. Fühle nach. Und nun beginnen wir mit der zweiten. Atmen hierzu kräftig aus, kräftig ein und aus. Und die dritte und letzte Runde. Atme tief ein. Und nun öffne ganz langsam die Augen, nimm einen tiefen Atemzug, die Hände über den Kopf. Zieh dich hier lang und ausatme tief. Bringe die Hände vor dir zum Boden, komm in einen Vierfüßlerstand und von hier aus beginne deine kurze Katz- und Kuh-Version. Mit der Ausatmung rolle dich zusammen, mit der Einatmung strecke dich. Fühle deinen Rücken, die Hände sind unter den Schultern und schulterweit auseinander, die Finger sind gespreizt. Noch dreimal. Und die nächste Einatmung, bringt das rechte Bein nach hinten und den linken Arm nach vorne, komm in deine Balance. Ausatmend absetzen. Die nächste Einatmung bringt das linke Bein nach hinten, die Zehe zu dir heran, den linken Arm, den rechten Arm nach vorne. Aus, absetzen.
Wiederhole diese Sequenz für dich jeweils 5-mal auf beiden Seiten.